Yo, was geht ab, meine Freunde? Euer Sir Jackson zu dem Gaming ist mal wieder hier zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Teams. Und ja, meine lieben Freunde, heute sind wir angekommen zu der dritten Folge. Und ihr habt mal wieder ordentlich was eingesendet, Freunde. Ich habe jetzt mittlerweile schon wieder 30 Anfragen auf Instagram. Aber diese ganzen Anfragen muss ich ja irgendwann abarbeiten. Und somit sind wir heute hier und jetzt zu 4 neuen Teams angekommen. Und bevor das Video beginnt, Freunde, möchte ich mich noch kurz entschuldigen dafür, Freunde, dass ich, dass ihr so lange warten musstet auf die dritte Folge. Ich habe ja echt die zweite Folge, glaube ich, vor 3 oder 4 Wochen hochgeladen. Und es tut mir auf jeden Fall leid, dass es so lange gedauert hat. Aber es ist halt momentan echt schwer, immer so aktiv Videos zu produzieren. Ich versuche ja, viele Streams zu liefern. Ich hoffe, ihr schätzt es auch, Freunde. Und ohne viel zu labern, würde ich sagen, starten wir auch ins erste Team. So, Freunde, das erste Team hat uns der liebe LeTim10 eingesendet, also LeTim1.0 besser gesagt. Der hat uns dieses fresh Team eingesendet und der meinte einfach nur, Kante und Touré sind untradable, das heißt, die beiden müssen unbedingt im Team verbaut sein. Und dadurch kam ich in so eine kleine Zwickmühle, weil ich auch sehr viele SBC-Karten hier hatte. Also zum einen hat der liebe Tim hier einen Lacazette SBC, Suarez als SBC-Karte. Dann hat er noch den Lain Kurzawa als SPC-Karte und dadurch kam ich in so eine Zwickmühle und konnte nicht so meine ganzen Squad-Bilder-Fähigkeiten entfalten. Und ich muss jetzt schon am Anfang schon sagen, dass hier nicht jeder Spieler auf die volle Chemie kommt und dass ich auch sicherlich nicht alle auf die volle Chemie bringen kann, weil viele Spieler ja untradable sind und die möchte er in diesem Team verbaut haben. Aber ich habe hier einen Tipp für dich. Du kannst ja auf jeden Fall den lieben Iniesta anstatt Thiago reinstellen, dann kommt zumindest der liebe Suarez auf die volle Chemie, also auf die 9er Chemie und mit dem richtigen Manager kommt er auf die 10. Und du kannst natürlich noch Piqué reinstellen, weil ich persönlich finde, ja, Martinez nicht so gut und vor allem hat Martinez dann auch nur 6 Chemie. Wenn du hier dann Piqué reinstellst, dann kommt der Voila auf 10 Chemie. Das schaut schon mal viel besser aus und so kannst du dein Team verbessern. Und dann gehen wir auch gleich ins nächste Team. Und das ist das zweite Team für die heutige Folge und dieses Team hat uns der liebe Boss B11 eingesendet. Der hat dazu nichts geschrieben, er hat gesagt, bewerte nur mein Team. Also Boss B, ich muss sagen, mein Freund, du hast ein wirklich freshes Team. Ich kann eigentlich da nicht mehr viel verändern, weil ich einfach die Spiele auch gut finde, die du hier verbaut hast. Das Einzige, was mich hier persönlich stört, ist der liebe Heumann in Form als Stürmer. Denn der liebe Junge kommt nicht auf die volle Chemie, der müsste nur auf so eine Sinner-Chemie oder sowas kommen, irgendwie so in der Art. Und da würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, jemand anderen einzustellen. Zum Beispiel könntest du da, ja, du könntest eigentlich jeden Stürmer aus der BPL reinstellen. Ich weiß jetzt nicht, auf was du so wirklich stehst, aber wenn du die Coins dazu hast, dann hol dir auf jeden Fall Heumann als 86er Man of the Match Karte. Wenn er dir zu teuer ist, kannst du natürlich auch einen Wadi oder einen Sturge reinstellen. Das ist auf jeden Fall auch sehr gut. Aber ja, sonst schaut dein Team ganz gut aus. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch ins dritte Team. Und dieses Team hat uns der liebe Justin KCR eingesendet. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Er hat mir eigentlich 2 Teams eingesendet. Einmal ein Bundesliga-Team und einmal ein Liga-A-Team. Und dann habe ich den lieben Jungen gefragt, welches Team soll ich bewerten? Und er meinte einfach nur, bewerte das Team, was dir persönlich besser gefällt. Und ich muss sagen, Freunde, das Bundesliga-Team war auch sehr fresh. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Liga-A-Teams in der Weekend League viel gefährlicher sind. Und deshalb dachte ich mir einfach so, nehme ich mal hier das Liga-A-Team. Vor allem hat man dadurch auch mal eine Abwechslung. Und ja, jetzt kommen wir zum Team. Das Team ist der Burner, Freunde. Die Spieler, die er hier verbaut hat, sind einfach nur krass. Ich kann es auch mal kurz vorstellen. Hier ist Subacis, Supasic in Form. Thiago Silva, Marquinhos in Form. Tolisso, Man of the Match. Matthew D, Ferrati, Depay als Inform-Version. 91er Cavani und 87er in Form. Bernardo Silva. Und zu dem Team kann ich auch nicht viel sagen, weil ich das Team einfach nur überragend finde, Freunde. Das Einzige, was ich persönlich verbessern würde oder ändern würde, ist, ja, den lieben Bernardo Silva rauszustellen. Also ich würde ihn am besten rausstellen, weil ich ihn nicht so krank finde. Ich finde ihn auch ein bisschen zu langsam für einen rechten Stürmer. Da ist so ein Di Maria auf jeden Fall viel besser, vor allem wenn man dann richtigen Chemistry-Style auf Di Maria hat, dann ist der Typ vorne nur am Rasieren. Vor allem, Freunde, der linke Fuß von Di Maria ist so überragend, Alter. Der muss einfach nur aus einer guten Position schießen und der Ball geht safe rein, Freunde. Das kann ich euch zu 100% garantieren. Und ja, das war das dritte Team. Und jetzt gehen wir ins allerletzte Team für heute.
Und jetzt kommen wir zum Team von Just123N. Und er hat mein Team einfach nur, ja, bewerte bitte mein Team, und er hat mir noch Glückwünsche zu Kanté gewünscht. Also ich habe ja Kanté 92 freigeschaltet vor knapp 2-3 Wochen und damals hat er mir dann Glückwünsche gewünscht. Ich hoffe, ich habe es an dieser Stelle richtig gesagt. Und ja, das Team ist ein ganz gechilltes Hybrid-Team, wie wir es schon sehen können, Freunde. Hier haben wir so ein Premier League England Dreieck mit dem liegen Luke Shaw, Chris Smalling und Dele Alli als Player of the Month Karte. Auf der rechten Seite haben wir nochmal so ein Dreieck als Calcio A, also so ein Calcio A Dreieck. Und im Sturm haben wir noch so ein bisschen was League A mäßiges. Und hier muss ich jetzt wieder sagen, das Team, also dieses Team ist auch sehr gut gebaut. Vor allem, ich finde dieses, ich weiß nicht, ob es No Link Wastes Team ist. Ich glaube nicht, Freunde. Aber das Team ist trotzdem sehr gut gebaut. Und man muss auch sagen, dass er diese League A Seite hier auch sehr gut verbaut hat, weil hier kommen alle auf die volle Chemie, wenn man den einzelnen Spielern die richtigen Positionen zuteilt. Und von daher finde ich das Team sehr, sehr gut gebaut. Das Einzige, was ich persönlich hier noch verändern würde, ist, den lieben Nainggolan hier reinzustellen und den De Rossi rauszustellen. Weil ich persönlich finde De Rossi nicht so überragend. Der hat gute Arbeitsraten, aber hat nicht so die geilen Werte. Und da ist auf jeden Fall so ein Nainggolan biesthafter denn je. Und ja, Freunde, das war's auch schon mit diesem Team und zugleich auch mit dieser Folge. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Like da. Schaffen wir diesmal wieder die 40 Likes, Freunde. Das letzte Video hatte über 50 Likes, glaube ich, geschafft. Schaffen wir das diesmal, Freunde? Ich denke schon. Haut ein Like raus, falls ihr Bock habt. Und abonniert mich, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, haut rein, Freunde. Ihr kommt auf jeden Fall noch in den nächsten Folgen dran. Und ciao!